Krautergersheim, Frankreichs Sauerkrauthauptstadt. In der elsässischen Gemeinde werden mehr als zwei Drittel des französischen Sauerkrauts produziert. Und dessen ätzender Saft hat Kraft. Wenige hundert Meter entfernt wird nun dieses Klärwerk damit betrieben, quasi mit Powerkrautsaft. Überschüssige Energie wird ins Stromnetz eingespeist. Aus dem Sauerkrautsaft produzieren wir Biogas. Das treibt Motoren an, mit denen wir Strom erzeugen. Und den können wir an den Stromkonzern EDF verkaufen. Powerkrautsaft ist ein Abfallprodukt. Er entsteht bei der Milchsäuregärung von eingelegtem Weißkohl in rauen Mengen. Bis zu 17 Lastwagen voll Saft kommen jeden Tag hierher, zur Hochsaison zwischen August und Februar. Die Sauerkrautfabriken produzieren fast fünfmal so viel Abwasser wie die Einwohner der 11 umliegenden Gemeinden. Bisher wurde der Saft gut 20 Kilometer weit nach Straßburg gebracht und dort entsorgt. Seit er durch Bakterien verarbeitet und als Energielieferant genutzt wird, sparen die Sauerkrauthersteller Fahrtkosten. Und sie tun etwas gegen ihr schlechtes Image als Umweltverschmutzer. Wir können jetzt alles verwerten. Die Fasern, also den Edelstoff, aus dem das Sauerkraut gemacht wird, und den Saft. Und der Saft hat es in sich. 1500 Menschen könnten hier mit Energie versorgt werden. Durch das Powerkraut Sauerkraut.